Er hat eine Mission und er will ihm dabei helfen. So was machen wir nur einmal in unserem Leben. Und dann zusammen. Das wird schon für immer und ewig zusammenschweißen. Noch 45 Tage. Also noch knapp 6 Wochen. Die Zeit rennt. Jetzt gibt's auch kein Zurück mehr. Jetzt wird das auch durchgezogen. In knapp 6 Wochen will Andreas Beseler mit seinem Freund Armin Hartung durch Kanada fahren. Auf einem Rennrad. Gegen seinen schlimmsten Feind. Die Multiple Sklerose. Es ist jeden Morgen die gleiche Prozedur. Nach dem Umziehen liegen bis zu 200 Kilometer Radstrecke vor Andreas Beseler. Doch der Rottgauer ist kein Rennradprofi. Für den 48-Jährigen ist Radfahren einfach lebenswichtig. Seit mehr als 20 Jahren leidet er an Multipler Sklerose. Aber Andreas, von allen nur Besi genannt, gibt nicht auf und kämpft gegen die MS. Jeden Tag, bei Wind und Wetter. Es ist über 20 Jahre her. Damals, im Herbst 1992, litt Andreas plötzlich unter Taubheitsgefühlen in der Hand und in den Beinen. Sein Hausarzt überwies ihn ins Krankenhaus. Am Abend kam der Chefarzt und brachte die furchtbare Diagnose. MS. 2 Buchstaben, die sein Leben für immer verändern sollten. Bin ich auf den Balkon gegangen und hab gesagt, was machst du denn jetzt? Du, der Besi, der eigentlich immer einen Dicken macht, jetzt bist du auf einmal selber, in Anführungszeichen, ein Krüppel. Und fällst vielleicht anderen Leuten zur Last. Und dann habe ich runtergeguckt und habe gesagt, das Einfachste wäre, du springst runter und hast dann Ruhe. Doch Andreas sprang nicht. Er ging in sein Krankenzimmer und schlief erschöpft ein. Als er wieder aufwachte, saßen seine Freunde an seinem Bett und sprachen ihm Mut zu. Das hat er bis heute nicht vergessen. Ich weiß noch genau, vorher hatten wir ihn noch normal gesehen, ohne dass irgendwas war. Und dann ins Krankenhaus gekommen und der war völlig verändert überhaupt, der konnte fast gar nichts mehr machen, weder alleine laufen noch alleine trinken, noch gar nichts, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das war schon Härte 10. Das war Härte 10 gewesen, ja. Weil wir waren ja damals Leute, die, naja, für uns gab es Krankheit nicht viel. Nur aktiv, ja. Nur aktiv. Mhm. Immer nur Action, Beruf und Spaß und ja, Harley und Party und tja. Der wichtigste Mensch an seiner Seite war damals schon seine Freundin Niki, mit der Andreas heute verheiratet ist. Er versprach ihr, gegen die Krankheit zu kämpfen. Doch erst einmal wussten die beiden gar nicht, wie es weitergehen soll. Ich habe das nicht so wirklich realisiert damals, was das auch bedeutet. Und ich war auch zum Teil ein bisschen gelähmt und wusste nicht, wo führt das hin. Aber ich habe mich da so drauf eingelassen. Ging es natürlich erst mal bergab. Da haben sie dann Untersuchungen noch weitergemacht, Medikamente mir gegeben. Ich konnte immer schlechter laufen. Es wurde immer, immer schlechter. Ich bin aufgedunsen gewesen durch das Kortison. Ja, und dann musste ich erst mal lernen, mit meinen Handicaps umzugehen. Das hat 26 war er damals. Aufgeben wollte er nicht. Ganz langsam lernte er wieder laufen und kämpfte unter großen Schmerzen gegen die Krankheit. Mit eisernem Willen. Nur so konnte er den Rollstuhl verlassen und die Medikamente absetzen. Auch heute noch steht er täglich um 6 Uhr auf, trainiert den ganzen Tag, um die Krankheit in Schach zu halten. Als er wieder mit einem Stock gehen konnte, hatte ein Freund von ihm eine verrückte Idee. Ja, und dann irgendwann kam einer gute Freund und hat dann zu mir gesagt, Mensch, komm auf, wir probieren wieder Fahrrad zu fahren. Und da bist du noch ganz normal. Und er hat gesagt, doch, wir probieren's. Der Freund sollte recht behalten. Radfahren wurde für Besi zur idealen Therapie, ganz ohne Doping.
Irgendwann wurde er so gut, dass er als schwerbehinderter Frührentner sogar mit Profis fahren konnte. Über seine MS sprach er mit den wenigsten, denn als Kranker wäre er von den Rennen ausgeschlossen worden. Doch dann erfuhren immer mehr Radfahrer von seinem Leiden und sprachen ihm Mut zu. Ich finde das tierisch beeindruckend. Als ich Besi kennengelernt habe 2011, muss ich sagen, hat er mich total, ja, total fasziniert, dass er mit der Krankheit so schnell fahren kann und so gut dabei ist. Als Andreas schließlich 2011 ein großes Radrennen gewann, bei dem sogar ein Tour de France-Sieger mitfuhr, wurde er für seine Radfreunde immer mehr zu einem Vorbild. Sie rieten ihm, mit seiner Krankheit an die Öffentlichkeit zu gehen, um auch anderen zu zeigen, dass man gegen sein Schicksal ankämpfen kann. Hallo, wie geht es? Gut. Wie Platz hier jetzt? Hier, ne? Ja. Schon ein bisschen aufgeregt? Hast du Lust mit den Kanada noch nicht. Aber so jetzt das Ganze halt noch, was die ganze Planung, also wenn ab und zu Sachen schief gehen, mit Flug oder irgendwas anderes, da wird man dann aufgeregt. Das fängt dann nochmal an und macht ein bisschen Stress. Hat er schon was vor, aber das traue ich ihm schon zu, was er da vorhat. Sonst würde er das auch nicht sagen, er versucht das, wenn er nicht denken würde, dass er das auch können kann. Wenn er das nicht leisten könnte. Ich muss dazu sagen, die beiden sind mit dran schuld, dass ich das überhaupt mache. Die haben mich da auch mit ein bisschen motiviert. Und das waren auch diejenigen, die mir von Anfang an geholfen haben, die Mappe zu machen, also für die Sponsoren und so weiter und für alles. Und haben mir da mit dem Computer und alles. Also die beiden sind eigentlich mitverantwortlich für das Projekt Kanada. Okay, hörst du jetzt praktisch Whitehorse? Seine Frau Niki brachte ihn auf die Idee, wieder nach Kanada zu fahren. Vor vielen Jahren hatte er dort einen guten Freund kennengelernt und seinen Lebensmut wiedergefunden. Seitdem ist Kanada für ihn neben dem Radfahren eine zweite Therapie. So entstand sein Plan. Eine Benefiztour mit dem Rennrad durch Kanada. In 4 Wochen soll es losgehen. Andreas hat inzwischen einen Mitstreiter gefunden. Armin, ein langjähriger Freund aus dem Fitnessstudio, wird ihn in Kanada mit einem Wohnmobil begleiten. Doch bis dahin müssen sie noch viel planen. Und das ist ein Deutsch, den die gehört. Das sind 244, gell? Ja, 244. Müssen wir hier auf die andere gucken. 122. Für die große Reise braucht er noch Sponsoren. Eine ganz neue Erfahrung für Andreas. Doch dann läuft alles wie von selbst. Denn Besis Begeisterungsfähigkeit kann kaum einer widerstehen. Eine kleine Agentur erstellt eine Internetseite. Eine Druckerei druckt Plakate und Aufkleber. Und auch die Presse berichtet ausführlich über seine geplante Benefiztour. Nächster Termin: Itzstein im Taunus. Hier bei der Firma Stork werden hochwertige Fahrräder gebaut. Die Firmenleitung hatte von Andreas gehört, ist begeistert von seiner Idee und will ihm für die Tour ein Rennrad zur Verfügung stellen. Das trifft sich gut, denn sein eigenes Rad würde die Strapazen in Kanada wahrscheinlich nicht überstehen. Das will euch das nochmal zeigen, also dass man im Prinzip den Lenker löst. Vorderrad raus, Hinterrad raus, klar. Kette sichern, Abstand. Doch heute steht erst einmal die Übergabe des Rennrads an. Pressesprecher Mario Kuban ist begeistert von Besis Plan. Die Kraft, mit der er die Krankheit angenommen hat, auch den Mut, wie er die Krankheit angeht und wie er hart an sich arbeitet und welche Leistung er dabei noch erbringt, das hat uns alle sehr beeindruckt. Das ist eine ganz tolle Aktion. Also die zeigt nur, dass er den Kampf angenommen hat, dass er den Kampf weitermacht. Und dieses Projekt, was er da ins Leben gerufen hat, ist eine ganz große Geschichte. Nicht nur für Menschen, die vielleicht eine Behinderung haben oder ein Handicap haben, sondern auch für ganz, ganz gesunde Menschen kann es Mut machen, ein Projekt ins Leben zu rufen, es konsequent zu verfolgen und einfach Wirklichkeit werden zu lassen. Wie gesagt, vielen, vielen Dank nochmal. Nicht zu danken, Herr Berg. Wir wünschen dir ganz viel Glück. Auch, dass viele dein Projekt wahrnehmen und bemerken auch, und das ist auch viel bewirkt in der Öffentlichkeit. Wir danken dir für dich und für deine Mitarbeiter in dem Projekt. Noch 3 Wochen.
ein letzter Medizincheck. Andreas besucht den Sportmediziner Dr. Steiger in Darmstadt für eine gründliche Untersuchung vor der anstrengenden Tour. Und irgendwie war es ja zu erwarten, dass Besi eine neue Höchstmarke auf dem Rad des Arztes erstrampelt. Für den Sportmediziner ist Bewegung übrigens ein wichtiger Motor im Kampf gegen die Krankheit MS. Sehr gut. Dann haben Sie hier einen Rekord in Ewigkeit hinterlassen. Genau. Das wird wieder ganz langsam. Wenn man gezielte Sportprogramme mit MS-Patienten durchführt, dass sich sowohl die motorischen und die koordinativen Fähigkeiten verbessern, dadurch das gesamte klinische Erscheinungsbild der MS abgemildert wird und dass es eben enorme psychologische Effekte hat. Ich kann Ihnen nur zu dieser Leistung beglückwünschen und eben toi 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 wünschen für diese Reise, aber wie gesagt, aus sportmedizinischer Sicht und auch aus der Herz-Kreislauf-Sicht habe ich keine Bedenken, dass er das nicht hervorragend absolvieren wird. Keine zwei Wochen mehr bis zum Abflug. Armins Schrauberkurs steht auf dem Programm. In den nächsten zwei Tagen wird er lernen, wie er Besis Rennrad warten und reparieren kann. Auch für Firmeninhaber Markus Stork ist die Geschichte von Andreas Beseler eine ganz besondere. Also Sie haben nicht den Eindruck, Sie sprechen jetzt mit jemand, der bemitleidet werden will oder sonst anders. Also ich bewundere ihn auch, weil das ist für mich ein besonderer Mensch. Und man kann heute sportliche Leistungen bewundern von Leuten, die irgendein Radrennen gewinnen, die irgendwas anderes machen. Aber jemand, der seine eigene Krankheit damit überwindet, ist für mich der absolute Knaller. Der letzte Tag. Die Koffer sind längst gepackt. Jetzt müssen sie nur noch die Räder und die Ersatzteile verstauen. Nicht ganz einfach bei viel zu vielen Dingen und viel zu kleinen Koffern. Doch das Gepäck für die große Reise ist nun einmal begrenzt. Okay. Da wird sich so ein scheiß Wetter ausgesucht hier. Geschafft. Nach 6 Monaten Vorbereitung startet das Projekt Rad statt Rollstuhl. Klar, dass da gute Freunde zum Abschied feiern gekommen sind. Einige von ihnen wollen ihn sogar in Kanada besuchen. Ihr seid auch Radfahrer, ne? Wir sind auch Radfahrer, ja. Ja. Und wie schätzt ihr seine Leistung ein als MS-Kranker? Gigantisch. Gigantisch hoch. Das ist, wenn man so ein klein bisschen Gefühl für Radfahren hat und weiß, was geleistet wird, dann ist das einfach gigantisch. Das einzige Wort, das mir einfällt. Ja. Also, euer Plan ist, ihn wirklich da aufzuholen und mitzufahren. Ja, die Idee ist, dass wir auch einen Camper haben. Wir werden drüben ein Fahrrad bekommen und wir beide werden uns abwechseln. Einer fährt das Rad, einer fährt das Auto. Und dann wollen wir hoffen, dass wir genug Kraft haben, um mit dem Besi dann mitzuhalten, wenn wir drüben sind. Hey. Richtig rum. Jetzt geht's los. Na, ein bisschen Hektik mit dem Einchecken und mit allem drum dran, mit den Tickets und mit den Plätzen. Ja, sind wir jetzt kurz vorm Losfliegen. Der Flug ist anstrengend, besonders für Andreas, für den das lange Sitzen mit großen Schmerzen verbunden ist. Doch auch die Fluggesellschaft unterstützt sein Projekt mit einem Ticket-Upgrade für die Business Class. Aber ich merke jetzt den Flug und so, also meine Beine, die und auch mein Rücken und alles und so. Jetzt bin ich irgendwie schon so ein bisschen angespannt. Whitehorse, Hauptstadt des Bundesstaates Yukon, ganz im Nordwesten von Kanada. Hier beginnt die Fahrt durch das Land. Nach 12 Stunden Flug, mit 9 Stunden Zeitverschiebung und sehr wenig Schlaf, gibt es keine Verschnaufpause. Besi will sofort los. Aber erst einmal müssen Sie die Aufkleber der Sponsoren am Begleitfahrzeug anbringen. Und darüber natürlich das Motto der Tour. Und jetzt geht's mal auf den Highway. Mal gucken, wie weit wir heute noch kommen. Okay, also. Halt die Ohren steif.
Ebenso, ebenso. Viel Spaß gegen Sie mit. Dankeschön. Guck doch mal die schöne Landschaft hier, super, oder? Nach dem langen Flug scheint der Jetlag für Besi gar keine Rolle zu spielen. Und so kommt er schon am ersten Tag ein gutes Stück voran. Vorbei an beeindruckender Natur, auf endlos langen Straßen. Die sind dann allerdings doch ein wenig anders als im heimischen Odenwald. Oh Mann, ey. Das war eine Steigung, ne? Hä? Das war eine Steigung. Die Steigung war nicht so schlimm, aber die Straße, oh. Armin, das war hart, oder? Ja, für dich schon, für mich auch. Oh Mann, mich, ey. Mich krampft's. Oh. Halleluja. Da kommt gleich die nächste Steigung. Wunderbar. Mann. Wie viel hast du jetzt? 225 bis jetzt. Und die Spitze den Berg hoch, wa? 679. Die erste Nacht auf einem wilden Campground. Mit Lagerfeuer, unzähligen Mücken und ordentlichen Steaks. Und mit einer Sonne, die einfach nicht untergehen will. Hier oben im Norden ist es nachts um 23:30 immer noch taghell. Da hinten kommt scheiß Wetter auf. Der nächste Morgen. Im Laufe des Tages ist Regen angesagt. Noch liegen fast 4000 Kilometer vor ihnen. Immer höher geht es hinauf. Bei Temperaturen von weniger als 5 Grad Celsius und bei Straßenverhältnissen, die selbst im warmen Auto keinen Spaß machen. Der Asphalt, der ist so übel. Der kostet so viel Kraft. Das kann er, da verlangt man auch alles ab. Aber ich habe mir schon sowas schon gedacht. In ein paar Tagen soll das erste große Reiseziel erreicht werden. Die Kleinstadt Kitimat. Dort wohnt Besis Freund Werner, der noch gar nicht weiß, dass Andreas kommen will. Aber erst einmal müssen Regen, Gegenwind und die Kälte überwunden werden. Die Stimmung ist noch immer gut, auch wenn das Camperleben schon erste kleine Spannungen heraufbeschwört. Ja, die Jagdasche träge ich mich verdammt auch was. Super. Das war das ein Schuss. Und zum Schluss hat er mir einen Schuh in der Hand gedrückt und hat gesagt, mach mal den Dreck raus. Ja, irgendwas musst du ja auch mal machen. Ich mach schon genug, mein Freund. Fährst nur ein bisschen Auto. Ja. Das glaube ich. Du musst aber nicht vorher einen halben Meter vor dem Wohnwagen in den Motor reinlatschen und sagen, wo soll ich hingehen? Da, wo kein Motor ist. Hock dich neben ran, lass Auto an und fahr. Und ich bin dein Mechaniker und Fahrer, aber kein Dienstbursche. Wollen wir mal klarstellen. Ja, wo muss ich jetzt lang? Hier raus? Und wenn du vorne bist, wieder so wie wir reingekommen sind, der halbe da runterfahren. Rechts. Und dann vorne wieder rechts, Richtung okay. Terrace. Immer Richtung Terrace. Tschüss. In der Einsamkeit von Nordkanada sind es oft hunderte Kilometer bis zur nächsten kleinen Ortschaft. Doch der Freund in Kitimat und die Aussicht auf etwas Erholung rücken immer näher. Auch wenn das Wetter immer noch nicht mitspielt. Wenn er sich jetzt erkälten würde, wäre die Tour für ihn vorbei. Dann ist es endlich geschafft. Wie wird Werner reagieren, wenn Besi plötzlich vor ihm steht? Werner ist da. Das ist einer mit dem Radl gekommen. Ja. Um Gottes Willen. Hey, ich hab mir's gedacht.
Bring mal eine Rolle Küchenpapier. Hey. Na, alter Mann. Wo kommst du her? Von Waldhorst. Denk immer schon, Drecksack, ich hab mir schon gedacht. Hi. Hi. Tschüss. Gut, Doggy. Gut, Doggy. Oh, Mann. Du bist jetzt fertig, ne? Ich bin heute, das war heute mit das Schlimmste. Ja. Schlimmer noch wie vorgestern. Der Wind, die Kälte. Ja, nichts war's. Ich krieg's irgendwie nicht hin, das ist so irre. Was denn? Das ist normal hier. Ach ja, Alter. Was eine heiße Dusche doch ausmachen kann. Besi fühlt sich wie neugeboren. Und dann kommt auch Werners Frau Debbie, die nicht ahnt, was ihr gleich blüht. Andy, my Andy. Oh, what a surprise! I was here. Am nächsten Tag ist die Sonne wieder da, wie auf Bestellung. Besi und Werner sind heute wohl die glücklichsten Freunde auf der Welt. Eigentlich kaum zu glauben, dass dieser Mann seit mehr als 20 Jahren an Multipler Sklerose leidet. Das war 97. Hier in Kitimat habe ich einen Andi damals kennengelernt und seitdem sind wir also ziemlich eng zusammengewachsen. Dann war er jedes Jahr da und wenn ich vom Flughafen abgeholt habe, es war immer so, er kommt am Stock und nach circa 2-3 Tagen hat er den Stock nicht mehr gebraucht. Ist das jetzt so ein bisschen wie früher schon, Besi? Ja. Ist genauso wie früher. Und so wird aus einem Südhessen innerhalb weniger Stunden ein halber Kanadier. Ein halber Kanadier, wenn von seinem Outfit auf alle Fälle, aber von seiner Art, den Tagesablauf zu bestreiten, also da ist er nach wie vor schlicht einfach Preuße, also ein Deutscher. Da ist ja keine Ruhe drin und keine Gelassenheit. Das ist ja alles nur Hatz. Ja, ich muss jetzt noch angeln gehen, weil ich noch 3 Fische fangen will. Und ich muss das machen und das muss ich dann noch filetieren und dann muss ich das machen. Nicht. Ich muss nicht angeln gehen, weil ich 3 Fische fangen will. Ja, ich muss angeln gehen, weil ich einfach nur ganz allein mal im Busch sein will. Ja, so kann man das ja auch definieren. Der letzte Tag in Kitimat. Andreas ist früh aufgestanden und will noch einmal angeln gehen. Es ist fast so wie damals, als er zum ersten Mal hierher kam und beim Angeln wieder laufen lernte. Alles okay? Das ist eine Therapie. Ich habe hier eigentlich vieles gemacht, was ich in der Klinik gemacht habe. Das ist Armbewegung, das ist die ganze Zeit Motorik. Und wie geht's dir heute, wenn du dran denkst, ohne Stock jetzt durchs Wasser zu laufen? Mein Stock wird mir schon mehr helfen zu laufen. Aber solange es noch so einigermaßen geht, bleibt der Moment noch im Rucksack. Ich merke halt schon, dass hier auch die Versteifung immer mehr wird. Das heißt, du kannst ja letztendlich auch gar nicht abschätzen, wie lange das noch so geht, ne? Nee. Deswegen bin ich jetzt dankbar, dass ich das alles jetzt nochmal gemacht habe. Ich weiß nie, ob ich nochmal komme oder beziehungsweise ob ich nochmal so komme. So blöd, wenn alle mich. Hier, was ist denn los? Was hast du? MS, was ist das? Überhaupt kein Problem. Kein Thema. Eine letzte Männerrunde mit Anglerlatein und vielen Eindrücken, die Andreas wieder Kraft für die weitere Tour gebracht haben. Mach das die
Alle sind aufgestanden, um Andreas und Armin zu verabschieden. Doch Besi will jetzt ganz schnell fort, bevor noch Abschiedstränen fließen. So, jetzt ist Kamera aus. Okay, cut. Das meine ich im End. Es wird ein stiller Tag. Nach 4 erholsamen Tagen gibt Besi Gas und fährt wie eine Maschine. Doch die grandiose Landschaft und das gute Wetter helfen bald über den Abschiedsschmerz hinweg. Die Fahrt geht durch halb verlassene Goldgräberstädte, über endlose Highways, vorbei an Indianersiedlungen und sogar an wilden Tieren. Hast du das mit dem Elch gesehen? Ja. Da hat ein toter Elch gelegen, ja, ja. Kam ein Auto zurück. Ja. Sagt er, pass auf, da vorne liegt ein Elch. Ja. Er fährt jetzt ganz langsam am Elch vorbei. Ja. Ich soll auf die andere Straßenseite fahren, da ist ein Christli. Da hat der Christli der Elch angenommen. Ich habe schon gedacht, mit dem Telefonieren, aber ich sag, ihr bleibt bestimmt im Auto. Ich bin gestern 80 Kilometer gefahren, hab nur Kühe und Pferde gesehen. Kein Bär, nix. Ich hab den Christli gesehen, der ist hoch und dann ist er in den Busch rein. So hoch. Wie er hochgegangen ist, so. So ein Schädel. Dann hat es gelangt. Aber jetzt muss man erst mal das Knie einschmieren. Ja, und noch eine Tablette nehmen. Und hoffen, das Knie gut hält. Wie geht's dem Knie überhaupt? Ich merke im Moment nur so, wenn ich jetzt groß was rausgehe. Ich hab's eingeschmiert nochmal mit Voltaren, richtig. Ich hab Tabletten genommen. Ich weiß sehen, ich weiß es nicht. Die langen Strecken fordern ihren Tribut. Seit ein paar Tagen hat Andreas starke Knieschmerzen. Wenn die nicht nachlassen, kann es sein, dass er die Tour abbrechen muss. Ah ja. Viel Glück. Doch jetzt gibt es erst einmal eine Entschädigung für die Strapazen. Es geht durch die kanadischen Rocky Mountains. Mit atemberaubenden Ausblicken, türkisfarbenen Seen, aber auch wieder hohen Anstiegen. Wird das Knie halten? Aber die Natur ist einzigartig. Also das, was ich heute die ganze Fahrt eigentlich erlebt habe, war eigentlich traumhaft. Heute Morgen, wo ich da allein gestartet bin, 2 Grizzlies, ein Schwarzbär, also das war schon richtig schön. Und dann ein Flussdelta da lang gefahren die ganze Zeit. Mein Knie, das ist eigentlich das Positive heute sowieso, hat durchgehalten. Ich merke es zwar, aber die Schmerzen, wie ich gestern hatte, hab ich heute nicht. Ich werde jetzt gleich nochmal eine Tablette nehmen und weiterhin mit Voltaren einschmieren. Und ja, dann geht's morgen weiter. Und nach über 2000 Kilometer Fahrtstrecke durch Kanada scheinen sie ihren Rhythmus gefunden zu haben. Die beiden Jungs aus Südhessen auf ihrer großen Tour. Die Aufgabenaufteilung, das klappt, da müssen wir uns gar nicht groß drüber reden. Der eine macht das, der andere macht das und im Augenblick optimale Beziehung und echtes Teamwork, echte Freundschaft. Das Wetter bleibt beständig, die Temperaturen angenehm. Und das Knie, das hält. Wie im Fluge rauschen die Kilometer vorbei, mit Tagesetappen bis zu 270 Kilometern. Mit neuen Eindrücken und Erlebnissen, die Andreas jeden Abend im Reisetagebuch seiner Website festhält. Immer mehr Menschen klicken täglich auf die Seite Rad statt Rollstuhl, um zu schauen, wie es den beiden in Kanada geht. Und dann kommt auch noch Besuch aus Deutschland. Manu und Uwe wollen ihren Freund die letzten Tage auf seinem Weg begleiten.
Nach 25 Reisetagen sind Andreas und Armin im Wintersportort Whistler angekommen. Jetzt sind es nur noch 150 Kilometer bis Vancouver. Wie sieht die letzte Etappe? Ja, irgendwie habe ich es noch gar nicht so richtig wahrgenommen, dass es die letzte Etappe ist. Ich habe immer wieder den Blick gehabt, warum ich es gemacht habe, für wen ich es gemacht habe. Einmal gut, um mir das selber zu beweisen, ob ich es überhaupt nochmal kann aufgrund meiner Krankheit. Und halt auch wegen dem Ziel, was ich immer wieder sage, anderen Leuten dadurch auch mal zu sagen, hier, guckt mal, ich habe es gepackt, vielleicht schafft ihr in Anführungszeichen muss nicht sowas sein, wie ich jetzt gemacht habe, so ein großer Kampf, sondern als kleiner Kampf sowas auch. Die letzte Etappe wird Besi nicht alleine fahren. Manu, Uwe und der ehemalige Rennradprofi Michael Wegner aus Vancouver werden ihn begleiten. Das war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, in dieser Natur zu fahren, auf diesem Level zu fahren, weil das Level war natürlich deutlich höher, als wir erstens angenommen hatten und auch selber fahren können. Und die Einsamkeit auf dem Fahrrad und dann auch der Eindruck von dem, was der Besi da hat eben leistet, das ist schon ganz schön viel. Respekt, ja. Ich muss sagen, ich bin jetzt gerade mal eine Etappe mit dem Besi gefahren. Das waren 87 Kilometer und weiß jetzt auch nicht, wie viele Höhenmeter. Ich habe gemerkt, dass es ziemlich in die Beine geht, überraschenderweise. Und ich habe mir dann so auf der Strecke gedacht, ja, also das ist dann so schon mal 3600 Kilometer, die er hinter sich gelassen hatte. Das ist so ein Aspekt, wo ich glaube, dass, ja, da muss wirklich der Kopf einfach auch mitspielen. Und weil es ist eine wahnsinnig schöne Landschaft, aber man ist halt auch viel alleine und man hat die ewige Weite. Und ich glaube, das ist schon auch so eine psychische Belastung letztendlich mit dem Rad dann. Ja, diese 3600 Kilometer, die er bis dato zurückgelegt hatte, zu fahren. Also ich fahre mit, weil ich einfach von der ganzen Geschichte, die Besi gemacht hat, komplett begeistert bin. Ich lebe in Vancouver. Als ich das Ganze mitbekommen habe, habe ich gesagt, ich unterstütze ihn, wann immer, wo immer ich kann. Und ich hatte leider nicht so viel Zeit, dass ich mehr mit ihm machen konnte. Also fahre ich nur die letzten 120, gebe ihm so ein bisschen moralische Unterstützung, zeige ihm den Weg nach Vancouver rein und bin einfach froh, dass ich dabei sein kann. Wie es sich für eine Schlussetappe gehört, geht es heute fast nur noch bergab. Auch wenn das Wetter an diesem letzten Tag nicht mitspielt. Doch das ist heute egal, denn für Besi geht ein Traum in Erfüllung. Nach 3.835 Kilometern. Hey, Alter! Super! Das habe ich gesagt. Also, es ist schon, ja, ist schon ergreifend jetzt. Ich glaube, nachher, wenn wir im Camper sind. Und du hast zwei Bier getrunken, ja. Haben, ist alles ruhiger. Genau. Ist schon toll. Hast gut trainiert, gut durchgehalten. Du warst immer eine große Stütze für mich, mein Freund. Vielen Dank nochmal für alles. Gerne. Noch 3 Tage bis zum Heimflug nach Frankfurt. Die quirlige Metropole Vancouver zeigt sich von ihrer besten Seite. Das Fahrrad ist schon verpackt und so muss heute der Stock für eine Stippvisite durch die Stadt herhalten. Für Besi ein durchaus gemischtes Erlebnis, denn 2 Kilometer zu Fuß durch Vancouver fallen ihm schwerer als 4000 Kilometer mit dem Fahrrad durch Kanada. Auch das gehört zu seiner Krankheit. Er hat ihr ein ordentliches Schnippchen geschlagen, auch wenn er sie nicht endgültig besiegen kann.
tolles Erlebnis bleiben. Und ich hätte nie gedacht, dass wir uns über die gesamte Zeit so gut verstehen. Besis Tour durch Kanada war ein voller Erfolg. Mit seiner Aktion Rad statt Rollstuhl hat er mehr als 26.000 Euro für MS-Patienten gesammelt. Doch noch wichtiger vielleicht sind die unzähligen Kommentare auf der Internetseite Rad statt Rollstuhl, die zeigen, wie wichtig es ist, den Kampf gegen sein Schicksal anzunehmen.